wirklich von einem Roman erzählen, nicht von mir, von irgendeinem Franzosen. Der trägt den Titel Anton Feuls Fortgang. Und den kennt vermutlich niemand, weil der auch ein bisschen schwer zu lesen ist. Der ist nämlich gänzlich ohne den Buchstaben E geschrieben worden. Ich habe es auch nur bis Seite 20 geschafft, dann ist mir zu anstrengend geworden. Aber ich habe das ganz cool gefunden und ich wollte sowas auch machen. Das ist jetzt aber irgendwie eskaliert und ich habe jetzt einen Text geschrieben, ohne die Buchstaben E, I, O oder U zu benutzen. Das Ganze trägt jetzt deswegen auch den Titel als Anna Clara traf, weil außer A ist mir nichts geblieben. Also auch ohne Ü, Ö und Ä natürlich. Und wie der Text schon fertig war, bin ich draufgekommen, es gab einen mittelalterlichen Dichter, der hieß Abraham a Sancta Clara. Den habe ich jetzt auch noch eingebaut. Am Anfang war das All. Das All war all das, was da war. Da das All all das war, was da war, war das All all das, was man wahrnahm. Nahm man das All wahr, war man da. Dann Abracadabra kam Sahara, Sand, Pandas, Maharajas, Abba, Alaba, Jazzbands. Halt all das, was krass war. Madagaskar war krass. Anna traf Clara am Madagaskar-Strand. Anna war warm. Dass Anna warm war, lag daran, dass an Madagaskar grad Tag war. Ja, am Tag war das Land ganz warm. Annas Haar war ganz lang, am Ansatz war das Haar schwarz. Clara hat Schach da. Schachmatch, fragt Clara. Anna sah Clara ganz lang an. Ja klar, sagt Anna dann. Danach fragt Anna, was Adam, Claras Papa, macht. Adam war Claras Papa, was man ahnt, da man das grad las. Clara sagt Antrax. Was fragt Anna? Adam macht Antrax, sagt Clara. Ja, kann Adam das? Fragt Anna. Ja klar, sagt Clara, das schafft Adam. Hat Adam Angst? Fragt Anna, dass das Antrax Adam krank macht. Am Anfang ja, sagt Clara. Na, das war ja lachhaft, sagt Anna. Ja, am Anfang war es das, sagt Clara. Adam war ja ganz achtsam. Man ahnt, dass Adam das ab kann. Dann starb Adam. Wann, fragt Anna? Ganz am Anfang, sagt Clara. Als Adam das Antrax anfasst, kam Adams Krampfanfall, da das Antrax Adams Hand krass ankratzt. Dann schwand Adams Hand. Das war ja Adams Schwachplatz. Adams Arm war danach dran. Dann starb Adam ganz langsam. Adam starb am Tag, als man Adam das Antrax gab, fragt Anna. Ja, sagt Clara. Nachts war Adam ja am Land. Ach ja, sagt Anna. Was macht Adam da am Land? Adam traf Karl Marx am Land, sagt Clara. War Marx Adams Papa, fragt Anna. Naja, fast, sagt Clara. Marx war Adams Mann. Was, fragt Anna? Ja, Adam mag Marx, sagt Clara. Macht Marx Adam an, fragt Anna. Ja, sagt Clara. Adam mag's halt hart anal. Ja, darf man das, fragt Anna. Ja, das darf man, sagt Clara. Mag Marx Adams Schwanz, fragt Anna. Marx nahm an, dass Adam Kastrat war, sagt Clara, sagt. Ja, was fand Marx dann scharf an Adam, fragt Anna. Marx fand, dass Adams Prachtarsch scharf war, sagt Clara. Ja, sagt Anna, Adams Arsch war halt fatal. Ganz prall war Adams Arsch, knallhart. Jam, jam, jam. Adam hat Angst, dass Claras Mama Marx abknallt. Falls Claras Mama schnallt, dass Marx Adam knallt, sagt Clara. Adam war Claras Papa, was man annahm, da das ja mal am Anfang ganz klar dastand. Das war ja krass, dass Claras Mama das macht, sagt Anna. Ja, da war Mama knallhart, was das anlangt, sagt Clara. Na, dann war's ja fast dankbar, dass Adam starb, sagt Anna. Ja, sagt Clara, das war haarknapp. War all das Adams Plan, fragt Anna. Lachhaft, sagt Clara, das war Abraham Sankta Claras Plan. Abraham Sankta Clara war Marx Mann. Was, fragt Anna? Ja, sagt Clara. Ja, war Abraham da, als Adam starb, fragt Anna. Ja, sagt Clara, Adam starb nackt. Das Antrax fraß Adams Tracht. Als Abraham dann Adams Schwanz sah, starb Abraham am Lachanfall. Arg, sagt Anna. Ja, all das war damals, als Anna Clara am Madagaskar-Strand traf. Danach war Nacht. Am Sandstrand war es kalt, fast Alaska-kalt. Clara hat was an, das ganz warm war, falls das Land kalt war. Anna hat was an, das ganz kalt war. Ganz langsam war Anna ganz kalt. Dann starb Anna. Clara hasst Anna ganz lang, da Anna Claras Mama war. Was? Ja. Clara lacht. Clara war ganz klar fad. Manch Papst fand all das ganz krankhaft falsch. Schachmatt, sagt Clara. Dann aß Clara Pasta. Dann starb Clara an Asthma. Ja, Clara war halt krank. Naja, das war's. Papa, habt's Dank. Elias Hirsch!